Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Ja, man hat es ja gerade schon gesehen. Ja, wir werden verfolgt, wir werden wahrscheinlich gleich gefangen genommen, sobald wir den Bunker verlassen hier. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erinnerst du dich ans Grandview Hotel? Das Drecksloch, aus dem wir dich geholt haben? Du musst wieder hin. Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen, so wie dir. Er hofft wohl, dass Briggs die Wolfstan verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, sind wir nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Stattdessen machen wir Folgendes. Uiti hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wenn alles glatt läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Wenn nicht, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Fang mich nicht an die Stille der Nacht gewöhnen. Jetzt weiß ich nicht, ob sie je wiederkommen werden. Alles gut, alles gut, alles gut. Gut, dann lassen wir uns mal entführen, wa? Aus Mexiko? Kannst kaum erwarten, mir welche zu besorgen, wenn das hier vorbei ist. Was ist das denn hier noch für ein Ausgang? Recht erinnern wollten wir hier hin, oder nicht? Ein Einfangteam ist auf dem Weg. Ja, ja. Wir können uns da ja nicht gegen wehren. Das ist das ja. Solange die noch nicht hier sind. Da kommen sie schon, ne? Gut, eigentlich mal den komischen. Ich geh darüber! Ist doch bestimmt nicht schlecht so gegen diese komischen Dicken, ne? Das macht auf jeden Fall Laune, das Ding. Bist du der Bogenmann oder was? Das Ding ist gut, ey. Mit dem Einfangteam, ne? Taucht wohl nichts, ne? Schlag sie tot! Was war denn mit ihm los, ey? Warum habe ich denn eigentlich auch nur ein... Da wollte ich gar nicht hin, Leute. Warum habe ich eigentlich auch nur eine bei? Das wird doch hier gerade falsch angezeigt. Ja, jetzt ist es richtig, ich wollte schon sagen. Gut, ist noch 4 Minuten away. Ah, Betty macht das schon hier. Das war's. Ja, guck mal an. Ja, locker abgewehrt, so ein Einfangteam. Wir kriegen Gesellschaft. Schon wieder? Ja. Hey, Kollege. Thank you.
was geplündert. Also ich sag ja, manchmal ist das. Mein ganzes Leben lief vor meinen Augen ab. Ja, bei mir erstmal. Können wir mal ein bisschen looten hier? Da sind hoffentlich nicht nur Flusen drin. Das hoffe ich auch. Vielleicht finden wir ein bisschen Granatenmunition, aber wahrscheinlich nicht hier bei so Bogen. Johnnies, ne? Ist ja nicht so, als brauchen. Aber immerhin Gewehrmunition. Also von daher. Was Gutes dabei? Granaten. Gut, ich kaufe noch mal eben. Ja, ist doch gut. Ist 40 mm? Nee. Hallo, Sir. Nichts ist schöner als zu jagen. Doch, 40 mm ist das. Macht auf jeden Fall Laune, das Ding. Ich meine, die MP, die nutzen wir so selten. Höchstens, wenn du mal fährst oder so, ne? Hat er nie wieder so viel Angst. Naja, bis vor kurzem zumindest. Ja gut, dann haben wir ja jetzt irgendwie erstmal abgewehrt. Dann fliegen wir mal rüber, ne? Zack. So, können wir Julie schon reaktivieren, oder? Eine Minute 20. Juti. Okay, kann losgehen. Sehr schön. Ja, früher oder später werden sie uns wahrscheinlich entführen, denke ich mal, weil, ne? Ihr seht ja schon wieder, ist ein Einfangteam auf dem Weg. Jo, alles gut. Aber wir geben uns natürlich nicht kampflos hier irgendwo geschlagen, ne? Ist ja wohl auch klar. So, wollen wir nur zerstören oder müssen wir hier noch irgendwas... Ich den nicht. Also. Das reicht wohl. Der nächste Turm ist im Nordosten, auf einer Klippe, von der aus man das Hotel sehen kann. Jetzt wäre ein Wingsuit gut. Stürz bloß nicht ab. Alles gut, wir brauchen keinen Wingsuit. Wir haben Heli am Stissel. Wingsuit. Was ist hier los? Das ist der Außenposten, ne? Hey, wir fliegen erst darüber. Den Außenposten können wir immer noch machen. Erstmal jetzt den Funkturm gedöns fertig, dann befreien wir den Typen. Sofern wir nicht entführt werden zwischendrin und dann können wir uns dann den Außenposten machen hier. Mm-hmm.
einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Verschwinde hier, Schwätzer. Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt, hm? Aber du wirst nicht als Einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Wunderschön, oder nicht? Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse. Und mein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir. Einen Niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Und ich war ganz nah und konnte sie riechen. Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Und dann nichts mehr. Stille. Erlösung. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Was für Freaks, ey. Schon wieder? Hä? Großartig. Keine Waffe. Weiter.
Die hier zurückgelaufen, ich hält, ey. Auf deine Zeit. Ja, ja, ist gut. Sollen wir jetzt eh nicht mehr. Alter. Ja, opfere die Schwachen. Ich immer wieder verlaufen muss hier, ey. Oh Mann, ey. Die Uhr tickt. Kenne deine Aufgabe. Tick, tack. Nicht übel. Ja, ja, ist doch gut. Ich muss oben lang. Ja, selbst schuld, wenn man da einmal wieder zurückläuft, ne? Mann, 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 Mann. Genau so. Du bist ein Krieger. Vorsichtig, mein Freund. Gut, dünn die Herde aus. Gut.
Oder jetzt? Junge, Junge. Sein. Bin stark, mein Freund. Hier ist Eli. Wollte mich nur melden. Du wurdest schon eine Weile nicht gesehen. Die Whitetails könnten hier draußen echt deine Hilfe brauchen. Sieh mal bei Gelegenheit bei der Wolfstein vorbei. Wir haben eine Menge Arbeit. Unwürdig, Alten. Wie ich jetzt hier hingekommen bin, ist auch wieder so ein Rätsel, oder was? Ja gut, wir werden jetzt erstmal die Funkturmgedöns fertig machen. Und dann machen wir aber die Befreiung. Aber erstmal machen wir hier Funkstelle fertig. Gut, müssen wir natürlich erstmal unseren Heli wiederholen. Ja, warum ich jetzt da wieder aufgewacht bin? Keine Ahnung, Leute. Nämlich zurückgelassen oder was? Immer so ein bisschen undurchsichtig hier. Ja, Julie, alles gut. Normalerweise eine Trophäe, aber bei Menschen fühlt sich das komisch an. Ich denke drüber nach. Die ist auch gut. Normalerweise war ich eine Trophäe. Hey, von hier aus kann's losgehen. Ja, dann gut. Aufsitzen, Cowboy. Dann go, ihr. Yeah. Na gut, dann mal los. Los geht's. Los geht's. Beauty. Der haut mich jetzt noch nicht vom Hocker hier, ne? Muss ich sagen. Nee, der. Von der Story her, also. Das mit dem Fühlern da, die da durchrennen, da, um die zu. Wieder zu killen, naja. Schauen wir mal. Seine Story war natürlich schon mehr krass. Na gut, wir werden sie eh alle vernichten. So, ich hätte glaube ich erst erreichen müssen. Ja, er hat gepasst. Du solltest ihn jetzt sehen können. Gleiche Ansage. Rauf da und den Störsender abschalten. Okay, das sollte reichen. Wer schießt denn hier auf uns? Okay, der dritte Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Straße südlich. Nur einfach wegnageln den Truck.
oder verkehrte. Zerstöre den Truck. Aber wo ist er? Da. Oh, Alter, das ist doch wieder... Oh. Ist doch zu easy hier. Alles sauber. Und ja, auch. Die Leute, die seine Musik nicht mögen, vermutlich eher nicht. Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten. Ich habe an der Wolfstand noch mehr für dich zu tun, wenn du willst. Wir sehen uns. Ja, mit dem Heli easy peasy, ne? Beauty! Gut, dann muss ich erstmal mit ihr quatschen, denke ich. Aber jetzt sind wir ja natürlich auch schon hier in der Nähe. So stark. Ja, können wir das. Gut, Leute, bevor wir das jetzt an... Ich kann dir eins sagen. Einige von den Whitetails, naja, einige von denen waren sich nicht so sicher, ob wir dich an Bord holen sollten. Aber jetzt schon. Nicht, weil ich was gesagt habe, sondern wegen dem, was du getan hast. Taten sprechen lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Luftunterstützung, neue Hoffnung. Darauf mussten sie lange warten, Deputy. Sehr lange. Geht das schon wieder los hier? Gut, Leute, bevor wir jetzt reingehen. Und zwar sofort! Beenden wir die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Alter. Wenn ihr neu auf meinem Channel seid und es euch gefallen hat, ja, lasst mir ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.